Ja, hallo und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, es ist mal wieder Daily Shop News Zeit. Und hier haben wir in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle den Dr. Zoidberg. Jo. Nice Karte. Und hier, wow! Also erstmal gehen wir hier in die Borobud Tire Box. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist jetzt nicht der Oberbringer. So, leider ist die andere jetzt wieder weg. Dann haben wir hier das Mythic Peter Pack. Mit einem Mythic Peter. Den schauen wir uns auch gerade mal an. Wenn das Spiel irgendwann mal noch reagiert. Komme ich gerade nicht rein, so wie es aussieht. Hatte ich aber auch, glaube ich, in dem anderen Video vorgestellt, in dem ich gesagt habe, neuer Mythic Peter, neue Mythic Tina und so weiter. Ja, dann haben wir hier Brian Statue, Ghost Boy, Mr. Twilly und dann hier hinten wieder Francine Smith. Ja, Brian Statue, schauen wir mal hier nach den normalen Werten. Auf jeden Fall eine coole Karte. Aber, also rein optisch gesehen cool. Aber ja, fünffach motivieren, siebener Mauer, sechsfach Bodyguard ist halt wieder defensiv. Ghost Boy gibt's nice Kombos. 33 Stück an der Zahl. Aber ja. Live Drawing Haley ist stark. Sensor Stan, Supermodel Roger. Auch sehr geil, hier Art Student, Hank Hill Running Back, Lila Banoon Art. Ja, aber alles in allem, sage ich mal, ist jetzt Kunst nicht so wirklich, das Kunst-BG nicht so wirklich das, worauf ich mich riesig freuen würde. Dann haben wir hier Cupid Banjo Box. Auch hier wieder eine Francine Smith. Dr. Banjo Quahog Preschool. Die ist eigentlich ganz gut, die Box, wenn man mal von Francine Smith absieht. Dann haben wir hier die Supermodel Box. Auch da wieder Supermodel Roger mega geil. Eugene Belcher mega geil. Ja, die sind okay. Klaus Heißler, naja. Aber es sind jetzt nicht so die Overkill-Dinger, ne? Also muss man echt sagen. Ich bin immer gespannt, wenn dann dieser Kunst-BGE anfängt, wie das dann aussieht. Also, naja. Ja, dann gehen wir mal jetzt in die Daily Combo Masteries rein und haben hier als allererstes den Homeschool Chris. Schauen wir uns den mal an. Homeschool Chris. Ist der hier? Oh, warum treffe ich das nicht? So, jetzt habe ich es. Chris, Stuffing Academy zum Beispiel. Also Chris mit Schulkarten. Ja, da hinten kommt dann Motivieren, ein Hämmerchen raus und Leech. Und das ist gar nicht so schlecht. Also, wenn man sich das anschaut, wenn wir das jetzt mal maxen, dann sehen wir hier, okay, das ist schon ganz nice, ne? Aber 500 Gems würde ich trotzdem nicht für ausgeben. Aber ist nicht die schlechteste Kombo. Also, Homeschool Chris. So, dann haben wir Cat Dragon. Und Cat Dragon ist mit einer Louise und hier mit Flugkarten, also völlig uninteressant. Natürlich, wenn eine noch am Anfang steht, ja, hast Bodyguard, hast Punch und den Stoß durch die Mauer, aber das war es dann auch schon gewesen. Also, das Problem ist, dann hast du dafür hier so ein Planet Express Schiff im Deck. Und das lohnt sich halt nicht wirklich, ne?
So, dann haben wir als nächstes hier den. Das ist natürlich geiler. NRA-Member, auch für die Anfänger. Eine interessante Combo, aber selbstverständlich. Die Combo Masteries kriegst du erst ab Level 12 und dann ist NRA-Member. Naja. Nicht mehr ganz so toll. Es sei denn, man hat die Mythic-Version davon. Und die Mythic-Version ballert halt mal richtig, ne, wenn man das hier oben nimmt. Aber gibt es eigentlich nur mit der Pantry Gun, so wie ich das hier sehe. Wundert mich jetzt auch ein klein wenig. Oben geht es, glaube ich, hier mit Ray Gun, mit Flare Gun, mit Rifle. Ach so. Und auch nur mit der Pantry Guns als legendäre. Ja. Aber was rechts rauskommt, ist halt schon mega stark. Ne? Du hast 19-fach Punch, du hast 13er Bombe und 20-fach Gas. Also, ich sag's mal so, wir formulieren das Ganze mal jetzt so aus. Wenn jemand einen Mythic Professor Farnsworth haben sollte, dann wird er wahrscheinlich keine Pantry Guns im Deck haben. Aber sollte er dann noch Pantry Guns mit im Deck haben, um NRA-Member spielen zu können, dann unter diesen Umständen würde ich mir für 1000 Steine diese Combo holen. Definitiv, ja. Aber das ist die einzige Bedingung dafür. Also, was heißt die einzige? Das sind halt die Bedingungen dafür. Und die sind ziemlich. Also, ich glaube, die können die wenigsten erfüllen. Also, insofern, leider schöne Combo, aber kaum jemand wird die haben oder spielen, der ab Arena 12 ist. So. Dann haben wir hier den Delivery Boy. Und der Delivery Boy sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Fry und wir haben Restaurantkarten. Und da die Restaurantkarten völliger Schrott sind, ach, hier unten mit Flugkarten geht's auch noch. Ah, und Fahrzeug auch noch, das Golfball Escape, klar. Was willst du mit dem Ding anfangen? Also diese Combo lohnt sich auch überhaupt nicht. Insofern heute nichts Interessantes am Start. Weder bei den Boxen, klar, für die Whales, die können sich jetzt heute, ab heute den Mythic Peter dann hier gönnen. Ja, die können da jetzt richtig reinpayen. Und dann haben die den Mythic Peter. Für alle anderen, sage ich mal, ist das Angebot heute ein wenig durchwachsen und man sollte lieber etwas Geduld haben und seine Gems oder eben seine Steine hier dann doch sparen für andere Boxen, andere Angebote. Das hier ist alles, bis auf den Mythic Peter für die Leute, die sich den richtig gut leisten können. Oder eben diejenigen, die den Professor Farnsworth in der Mythic-Version haben und die Pantry Guns als legendäre im Deck, ist das alles ansonsten Schrott hier. Also, wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ist ja jetzt leider rum. Ich lasse trotzdem mal die Mütze noch auf, weil ich bin immer noch in Weihnachtsstimmung irgendwie. Heute nochmal schön mit der Familie zusammengesessen und ist total genossen. Und ja, also insofern, für mich ist Weihnachten zwar jetzt zeitlich rum, aber im Herzen ist Weihnachten immer noch da. Und den Baum werden wir auch nicht gleich wieder wegmachen. Und ja, und die Dekorationen lassen wir auch noch ein bisschen da, diese Weihnachtsstimmung. Dieses schöne Gefühl, lassen wir uns noch, behalten wir uns noch ein bisschen und dann gucken wir mal. Also, wenn euch, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, mit mir nehmen wir gleich. Jetzt kommen auch wieder die normalen Videos rein. War jetzt alles ein bisschen hektisch gewesen vor Weihnachtszeit und dies und jenes und so weiter. Und jetzt werden wieder normale Videos kommen, auch Rumble-Videos und Siege-Videos und so weiter. Ich musste halt mal wieder schneiden. Und irgendwie finde ich dann meistens nicht die Zeit dazu. Ich lade die Dinger dann hoch und dann werden die beschriftet, aber das Schneiden,
Ich bin da nicht der Schnellste drin. So, also, ja. Und dann muss es noch gerendert werden und was weiß ich. Und dann habe ich irgendwie, ich meine, es macht der Computer, ich weiß, macht der Computer von selbst, aber ich brauche den dann meistens noch wieder für andere Sachen und deswegen haut es dann meistens nicht so hin. Also, ja, also wenn es euch trotzdem gefallen hat, würde ich mich freuen. Und haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.